Das Rettungsboot wird ausgepackt und aufgefaltet. Die Schläuche an den drei Befüllventilen des Rettungsbootes anschließen. Diese Schläuche und anschließend den Schlauch zum Druckminderer an den Verteiler stecken. Der Druckminderer wird fest an die Druckluftflasche geschraubt. Das hintere Absperrventil am Druckminderer muss geschlossen sein. Jetzt die Überwurfmutter des Schlauches fest am Druckminderer anschrauben. Das Flaschenventil an der Druckluftflasche öffnen. Das Arbeitsmanometer am Druckminderer sollte einen Druck von 5 Bar anzeigen, sonst muss es mit der Einstellschraube reguliert werden. Danach das Absperrventil am Druckminderer öffnen. Das Rettungsboot wird befüllt. Sobald die Überdruckventile am Boot abblasen, muss die Druckluftflasche geschlossen werden. Nach der Befüllung die Schläuche entfernen und die Ventilkappen aufschrauben.